Mein Name ist Anke Rasmus. Ich leite das Zentrum für Entrepreneurship an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Wir beraten Ausgründungen aus der Hochschule von Studierenden, Wissenschaftlern und Professoren. In diesem Semester haben wir eine neue Veranstaltungsreihe. Wir beschäftigen uns mit ganz unterschiedlichen Themen. Welche Trends gibt es bei Startups? Welche Unterschiede existieren zwischen Deutschland und den USA? Gründen Frauen anders? Und wie sehen die Kieler Gründerstories aus? Moin, ich bin Nadine von Solvoluta. Stell dir vor, es gäbe eine ungiftige Möglichkeit, deinen Garten vor Schnecken zu beschützen. Die gibt es seit diesem Jahr. Das ist Schnexagon, ich habe es erfunden und du kannst es auch. Kiel, be innovative. Moin, ich bin Daniel, ich komme aus Kiel, habe 2012 mit Philipp die Fischbar in Kiel gegründet. Wir haben geile Fischbrötchen, das ist unser Konzept. Mehr können wir nicht, unsere Kernkompetenz. Wir freuen uns auf neue Projekte, die wir haben, auf neue interessante Objekte, die wir finden. Freuen uns darüber, dass wir so viel breite Unterstützung bekommen. Kiel, sei innovativ. Moin zusammen, ich bin Tim. Und ich züchte die Kieler Fördemuschel. Direkt hinter mir ist meine Farm, die ganzen grauen Bojen, gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit meinen Partnerfirmen Coastal Research and Management und Ocean Basis. Und vor 2 Jahren habe ich als Startup das Ganze auf eigene Beine gestellt. Das könnt ihr auch. Kiel, be innovative. Kiel Starting City möchte die Kieler Studierenden über das Studienende in Kiel halten. Wir haben über 30.000 Studierende, wovon mehr als die Hälfte nach dem Studium die Stadt wieder verlässt. Wir wollen die Unternehmen darin bestärken, die Studierenden zu finden. Wir wollen sie vernetzen. Außerdem wollen wir eine Gründungskultur in Kiel etablieren, um auch das Wirtschaftswachstum voranzubringen.